Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Ja, ich habe ein kleines Päuschen zwischendurch gemacht gehabt, musste mich auch eben kurz umziehen, ein bisschen was Wärmeres anziehen, weil mir war verdammt kalt geworden. Der sieht mich. Okay, da konnte ich nicht durchschießen. Kann ich hier trotzdem noch looten? Versucht er hier durchzuschießen? Ernsthaft? Na komm. Oh. So, jetzt muss ich nachladen. So, geht schon direkt wild los. So, ich. Was? Was war das? Delgado, irgendwas habe ich da gelesen? Delgado Detektive? Crimson Fleet, hier spricht Delgado. Ihr habt euch überall in den besiedelten Systemen ausgebreitet, wie wir es besprochen haben. Hört nicht auf. Freestar Collective, United Colonies. Sie glauben, die Galaxie gehört ihnen. Falsch. Sie gehört den freien Menschen der Crimson Fleet. Hat sie schon immer. Wir holen nur zurück, was uns zusteht. Und wir setzen ihren Egoismus und ihre Arroganz gegen sie ein. Wenn ihr alt genug seid, erinnert ihr euch noch an den Koloniekrieg. Diese Schwachköpfe sind für rein gar nichts gestorben. Sie haben überall Anlagen gebaut. Anlagen, die noch da sind, intakt und verlassen. Sie warten nur darauf, dass jemand sich dort niederlässt. Und dieser jemand ist die Crimson Fleet. Also los, fühlt euch wie zu Hause und tragt den Kampf verdammt nochmal direkt zu ihnen. Okay. Das fand ich jetzt sehr interessant, von ihm nochmal irgendwas zu hören. So, ich bin wieder überladen, natürlich. Wenn ich eins bin, dann immer überladen. Aber wenigstens ist das nicht so wie in Morrowind, sodass ich dann nicht mehr laufen kann. So, komm. Fast am Ende. Du, Sarah, oder wie? So, da könnte ich rein theoretisch hier packen. Wie sieht's damit aus? Das könnte. Das würde ich hier hinsetzen wollen. Dann würde das noch hier hinpacken. Passen. Der passt hier nirgendwo rein, okay. Aber der passt hier rein. Könnte hier hin oder hier hin. Und der. Okay, dann die beiden. So, der könnte hier hin. Okay. Nice, das alles gehört jetzt mir. Bin ich halt. Komm schon, lass die Spielchen. Kampfmesser? Nehmen wir auch mal mit. Dichtmittel brauchen wir auch. Und Lagercheckliste. Mist, hab sie verloren. Wo? Sarah, wo hast du die jetzt verloren? Die müssten eigentlich hier sein. Nährstoffe. Gibt's hier noch mehr? Jetzt kann ich die irgendwie nicht mehr konsumieren.
Ah, doch. Verbrauchen kann ich doch. Okay, kommt immer ganz auf ein Item an. So, hier haben wir noch einen Datenslate. Wer zu viel mit sich herumschleppt, ist schlecht vorbereitet. Ja, ich bin doch auch nur am Essen. Hoppla, ich wollte jetzt keinen Alkohol trinken. Joghurt. Hier rohe Kartoffeln einfach so essen. Nice. Warum nicht? Das war mein Anteil. Willst du unbedingt sterben? So. Den haben wir auch. Es wäre schön, wenn man sich selber hier auch einen Kaffee machen könnte und alles. Wo muss ich genau hin? Okay, das Buch können wir nicht nehmen. Da ist auch nur wieder ein Raum. Da vorne ist auch wieder ein Raum. Was für Hilfe willst du holen? Du sollst mir seine Sachen geben hier. So, da haben wir einen Cradstick. Arbeit in der Freizeit. Mütze, okay. Tizblöcke, was haben wir hier? Flanellhemd, Space Trucker. Nehmen wir mal mit. Überladen sind wir so oder so, also können wir eh alles mitnehmen. Können dann nur nicht mehr schnell reisen. Okay, mehr gibt's hier nicht. So, Credits Milch. Digi-Dietrich. Breadstick, nice. Was sind das? Zellenschlüssel. So, wir haben ja ein bisschen was zu essen jetzt aus Versehen eingesammelt. Mit Wasser verdünnter Rum enthält einen Schuss Zitronen und einen winzigen Hauch Schießpulver. Chicken Tikka, das essen wir mal. Rust Wolf, keine Ahnung, was das ist. So, die Milch, Neurojack, Neurodyne, Reconstum, Schiffsteile, lange Rudelwasser, Squall. Teilweise keine Ahnung, was wir da eingesammelt haben. Ah, okay. So, und was haben wir hier? Ein Rattler. Nice. Können wir auch noch essen. Und wieder eine Zeitschrift. Wir müssten eigentlich mal diese Zeitschriften suchen. Scheint anscheinend so viele zu geben.
Ach, da unten. Los, unter Deckungsfeuer! Hier drüben! War ich hier? Jo, tatsächlich. Okay, führt teilweise im Kreis hier alles. Wer sagt das? Wo? Ich sehe alles. Rückzug! Komm nur her! Wie schwer kann es sein, jemanden zu erledigen? Für mich nicht. Anscheinend. Du trägst zu viel Zeug mit dir rum. Du solltest was davon loswerden. Ja, ich will es aber auch verkaufen. Wir brauchen Kohle. Wir brauchen Geld. Okay, das führt alles zur selben... Also in dieselbe Richtung hier. Wer ist Zeitverschwendung, was? Hier sterben ihre Freunde oder zumindest Kameraden. Das sind mindestens Kameraden, ja. Wie gesagt, Zeitverschwendung. Wow. So einen Raum hätte ich auch gern bei mir auf dem Schiff. Du hattest nur eine Rettungsaxt. Nice. So, hier gibt es nur Notizbücher. Und dann hier die Richtung. Was gibt's denn da? Was gibt's denn hier alles? Okay, was kann man hier aufsperren, wenn hier die Triche sind? Dafür war der Zellenschlüssel. Lichtbogenschweißer nehme ich mal mit. Sonst gibt es hier nichts mehr. Oh, adaptiver Rahmen. Gibt es hier noch was? Nö, hier gibt es nichts mehr. Alter, was? Wo schießt er? Dich mache ich platt. Yo. Hier muss ich mich noch mal heilen. Das ist nicht vorbei. Okay, nice. Den haben wir auch noch geschafft. Anzug Deep Reckon. Mechanisch. Nehme ich mal mit. Ist ein legendäres Teil, ja. So, hier noch mal Muni. Perfekt. So, Zigaretten will ich jetzt mal nicht nehmen.
man die überhaupt hier nutzen, verbrauchen? Ne, das wollte ich so nicht. Ich wollte nur das Licht anhaben. Was haben wir sonst noch hier? Noch Muni. So. Komm, ich nehme nochmal ein Trauma-Pack. Sonst haben wir nur noch den hier. Da hinten gab es aber doch noch irgendwo was. Gab es auch noch eine Tür, oder? Ne, gab es nicht. Okay. Also gab es nur die beiden. So, noch ein Cradstick, nice, den verbrauchen wir. Prototyp-Ausrüstung. Fädelanzug Deep Reckon wieder. Wo muss ich hin, um da hinzukommen? Ne, jetzt ernsthaft. Ich glaube, ich sehe schon. Einfach hier entlang. Hier wird immer noch kein Weg gezeigt, wohin. Wo ich hin muss, um dahin zu kommen. Jetzt ernsthaft. Wo muss ich entlang? Sarah, kannst du es mir sagen? Ne, jetzt ernsthaft, wo muss ich entlang? Oh, ich sehe auch gerade, ich muss einmal die Cam hier ein bisschen höher setzen. Einmal so. Bei mir ist immer standardmäßig, wenn ich einmal OBS ausmache, dass dann nach unten irgendwie geht. Dieser Schrott fällt dir nur zur Last. Ich glaube, wir müssen schon hier entlang. Ah! Wir sind dahin gegangen. Wir müssen hier entlang. Können wir das abbauen? Irgendwo? Hat wenigstens geklappt, ja. Das ist Salomit. Keine Ahnung, ob ich es überhaupt richtig ausspreche. Wo kommt der denn her? Warum trifft den doch? Was
Noch eine Quantum Essence, nice. Wo kam der her? Na, jetzt ernsthaft, wo kommen die immer her? Immer aus dem Nichts? Das kann ich nicht. Gibt es hier noch mehr? Hier gibt es noch mehr. Ich habe keine Ahnung, wofür man die Dinger braucht. Aber ich finde schon krass, wie dich hier auch immer auf einen warten, die Sternblüter. Mittlerweile. Und dass die hier auch immer eigentlich feindlich gesinnt sind. Da war doch gerade irgendwo was da. Das Ding da oben noch. Komm. Ich muss da ran. Komm. Da. Da unten. Dann müsste das hier jetzt das letzte sein. Gehe ich mal von aus, dass das das letzte ist. Okay, erstmal kurz abwarten, bis wieder voll ist. So, jetzt nochmal und... Ja, nice. Server, da stehst du ein bisschen gefährlich. Server, du bist da ein bisschen im Weg, ja? So, jetzt kann ich ihn nehmen. Lass mich raten. Du hast mich einfach zu sehr vermisst. Du bist doch die ganze Zeit bei mir, also... Gib acht, Darling. Darling. Wow. Okay, werden wir gleich wieder von einem Sternblüter angegriffen? Sobald wir hier die Basis verlassen haben. Oh. Wo sind wir hier geraten?
So, das passt hier rein. Der dann hier. Dann würde das hier hin passen. Und das hier hin. Okay, ich komme hier nicht raus. Doch. Ich komme hier raus. So, ich bin aber auch immer neugieriger, was die Dings da angeht. Was die Sternblüter. Ich will irgendwie mehr erfahren, was das für Leute sind. Woher die kommen. Was die vorhaben und wie gefährlich sind sie eigentlich, also insgesamt hier für die Bevölkerung, für die Menschen, unabhängig ob das jetzt Freestar, UC, Varun oder sonstiges sind. Die greifen uns aber auf jeden Fall schon relativ häufig an. Das muss man sagen, die Sternblüter. Ich würde am liebsten sprinten oder schnell reisen jetzt. Aber wir können jetzt halt nichts anderes machen, außer zu rennen. Naja, ein paar Bäume und Gräser hier und da würden den Laden etwas aufpeppen. Ja, da wäre ich da, dafür. Also, nur... Die Frage ist halt die, würde hier dann einfach aus nichts auch Sauerstoff entstehen oder müsste man schon irgendwie die Gase, die entsprechenden Gase hier packen, damit hier Sauerstoff entsteht, damit Pflanzen und so hier überhaupt funktionieren können. Also das ist ja halt nämlich die Frage. Also aus nichts kann ja nichts entstehen. Wenn in der Atmosphäre hier Lift auf eingeleitet, Captain. Nichts dergleichen. Wunderschöne Kim. Fester Orbit erreicht. Erwirbt die Kraft auf Tau Ceti. Was? Wo? Hier, Kraft aus dem Jenseits. Tau Ceti. V-I-I-B. Gehen wir mal dahin. Und dann ist da wahrscheinlich auch noch wieder so ein Tempel. Kraftantrieb des Ziels ist deaktiviert. Tut mir echt leid, Leute. Ha!
süß, wie die angreifen. Tja, das waren ihre Schilde. Upsi. So, und auch mit denen vorbei. Die machen wir locker fertig, oder? Das war ihr Grafenantrieb. So. Das ist jetzt der Spacer Jackal. Ich könnte ein paar Ersatzteile gebrauchen. Ich würde mich über ein paar Crests freuen. Aufschlachtungsrechte genügen mir. Ach komm, wir nehmen die Credits. Natürlich. Danke nochmal für die Hilfe. Wiederhören. Jo. Kann ich mir die Frachtraum voll? Nein, ich kann nicht mal die Geschäftsteile mitnehmen. So, warte mal, wo wollte ich hin? Die Richtung, ne? Wieso markiert er den nicht? Ich dachte schon, wir fliegen da durch den Felsen jetzt. Was ist denn das? Voyager. Ich ruf mal an und frag mal, ob du... handeln wir. Klar, hab schon ein paar schöne Stücke. Okay, 3000 hatte, okay, was hat er hier? Dichtmittelfaser, Comstation, Ytterbium. So, dann kann ich mal gucken, ob ich ihm vielleicht die Dinger hier verkaufen kann. Die auch. Kampfmesser kann er auch noch haben. Maelstrom darf er haben. Die... Ach komm, die Rettungsaxt. Ja. So, Tau City. Da. Scanner-Anomalie. Da wollen wir landen. Ist aber schön, dass man auch hier mit einigen Leuten so random handeln kann. Unterwegs. Captain, Landevorgang angeleitet. Das ist aber auch ein schöner Ort. Okay. Scanner-Anomalie. Da wollen wir hin. Captain, hallo. Ich stelle bewusst fest, dass Sie Ihren jüngsten Schlaf zu verlegt haben. Toll, wegen der Musik habe ich jetzt Vasco nicht verstanden. So, aber wir haben jetzt eine neue Stufe. Wo könnten wir den dann mal investieren? Gewicht heben.
Fitness. Da fehlt mir noch ein bisschen. Boost-Pack-Training will ich vielleicht nochmal machen. Okay, wo muss ich lang? In die Richtung? Irgendwo. Oh, Schadgas. Käfighirn? Okay. Oh Gott, nein. Hier gibt es wieder Käfighirn, ne? Mottenranke. Grill. Noch ein Käfig hier. Haben die es jetzt auf mich abgesehen oder nicht? Wenn die jagend sind, will ich lieber denen nicht entgegenlaufen. Oh, gibt schon ein paar Grillen, riesige. Stufe 20 und 30. Den gehe ich mal lieber aus dem Weg. Alter, wie viele Grillen sind denn hier? Was Interessantes in Reichweite? So, Käfighirne können wir noch gerne analysieren. Schnell weg. Mit denen will ich nichts zu tun haben gerade. Erstmal die Grillen. Ah, ich sehe schon den Tempel. Alter, wie viele Tiere hier sind, also wie viele von diesen Viechern. Von wem auch immer die jetzt getötet wurden, wahrscheinlich von den Grillen wieder. Die haben es jetzt aber nicht auf mich abgesehen, oder? Ne. Interessante Tiere aber auf jeden Fall. Tempeltau. Ruinen erkunden. Die Mysterien des Universums ergründen. Genau darum geht es bei der Constellation. So, was haben die beiden hier jetzt eigentlich vor? Nee, hier ist noch nicht der Eingang. Hier ist er.
Also. So, wo ist das nächste? Und dort wieder. Ah, da. Nee, da. Zeit und Raum krümmen sich. Alter, das war jetzt aber knapp. So, es wird Zeit, dass wir mal die Sachen, die wir zu viel haben, verkaufen. Ich glaube, wir reisen dafür am besten mal zur Handelsaufsicht in auf Sol, auf dem Mars. Ich glaube, das würde am meisten Sinn machen. Da die Handelsaufsichten haben ja immer mehr Geld als alle die Handelsautomaten. Und ich hoffe, die grillen lassen uns in Ruhe. Sieht zwar geil aus hier auf jeden Fall. Aber hier würde ich nicht leben wollen. Wäre mir mit den Grillen zu gefährlich. Ist das irgendwas, das geflogen ist, oder war es ein Schatten von den Palmen? Alter, guck mal, wie viele von denen hier einfach tot rumliegen. Du trägst dieses schleimige Ding, oder? Nee, das wollte ich dir geben, ja? Oh doch, das waren so fliegende Viecher. Was sind das denn für Fliegen? Ja, ich habe keine Ahnung, was das für fliegende Viecher sind.
Na komm, Vasco. Wir wollen weiter. Wir wollen rein. Wir wollen hier weg. Ich hab da was für dich. Sarah hat wieder was für mich. Wo ist sie denn? Sarah. Da. Hallo, Sonnenschein. Hast du was Gutes für mich, Sarah? Ja, sieh dir das an. Ornament hinzugefügt. Oh, ich liebe unsere Plaudereien. Bei dir fühle ich mich so geborgen. Okay. Egal, wir wollen abheben. Wir wollen jetzt mal in Richtung Mars. Das wird einfach nie lang. Lift off! Finale Umlaufbahn erreicht. Orbit stabil. Hab heute einen strengen Zeitplan, also bitte kein unnötiges Falschen. Okay, handeln wir. Warum hast du das nicht gesagt? Ja, ich hoffe, du hast mehr Geld als der andere. Er hat er nicht. Ja, komm, hier, den behalte ich noch. Ja, komm. So, Space Shuttle Jackal. Was mit dem? Achso, den. Den haben wir wahrscheinlich umgelegt gehabt, oder? Ach, scheiß drauf. Dann auf Richtung Sollsystem. Genau, soll. Mars war hier, genau. Und auf nach Cydonia. Ach, wir können direkt landen. Okay. Durch einen höheren Außenpostenverwaltungsskill kannst du mehr Crewstationen bauen. Ach, geil. Ja, aber hier in Cydonia können wir dann erstmal zur Handelsaufsicht runden. Ob das Broken Spear noch geöffnet ist? Ist die einzige vernünftige Bar hier. Ich glaube, das ist auch die einzige Bar hier, kann das sein? So, aber erstmal hier verkaufen. So, das hier kann weg. Einen davon können wir wegmachen. Der kann weg. Das. Okay, hier können wir nichts weiter verkaufen. Willst du irgendwas abladen? Die Handelsaufsicht sucht immer Ware. Der Automat ist gleich. Wir gehen zur Handelsaufsicht unten. Zur Trade Authority. Der müsste richtig viel Geld haben eigentlich. Die Händler haben ja eh immer mehr Geld als die normalen Automaten. Vorsicht bei den Geländern auf den oberen Ebenen. Es geht sehr tief. Apropos, mit der können wir auch mal quatschen. Also, was kann ich für dich tun? Hey, suchst du noch mehr Arbeit? Vielleicht kannst du mir einen kleinen persönlichen Gefallen tun, inoffiziell. Und wie ist es mit dem Sensor gelaufen? Ja, das Signal ist losgegangen, kurz nachdem du weg warst. Ich habe sofort meinen Kollegen geschickt und er hat ihn sich geschnappt.
und noch einen anderen gesuchten Verbrecher gleich dazu. Unser Mann hat das Launchpad als Treffpunkt verwendet, um mit illegalen Waren zu handeln, menschlichen Organen und Schlimmerem. Wir haben auch den Käufer erwischt. Auftragsbörsen? Klar, es gibt hier im Broken Spear eine. So wie in fast jeder Hafenbar weit und breit. Die Tracker-Allianz schreibt da Kopfgeldaufträge aus, aber es gibt auch viele andere Aufträge. Ist gut, um Creds zu verdienen. Hey, du krallst dir jetzt aber nicht die ganzen spaßigen Aufträge, ja? Ich bin mit meinem aktuellen Job fast fertig. Lass mir was übrig. Ah, okay. Ja, okay. Bis dann. Broken Spear. Okay, hier gibt es irgendwo so einen Auftragsautomaten dafür. Ist das hier? So, Kopfgeldbegleichung, Auftragsbörse. So. Der Kopfgeldentfernungsservice-Automat der Tracker-Allianz. Sollten wir den besiedelten Systemen Kopfgeld auf die ausgesetzt sein? Keine Sorge, für eine geringe Gebühr entfernen wir dieses. Unseren Aufzeichnungen zufolge wirst du derzeit von keiner Fraktion in den besiedelten Systemen gesucht. Bei Bedarf kannst du uns gerne erneut kontaktieren. Ich möchte aber Aufträge bekommen. Man kann in den Minen hier auf dem Mars richtig gutes Geld verdienen. Treffen mit Neva, Beweis. Neva, setz dich, nimm dir. Bist du genug beladen oder willst du noch mehr? Gab's Stress mit der UC Security? Spar dir den Scheiß, Adler, bring mir's hinter uns. Ich ertrag den Gestank von meiner Schweiß und schalen Bier nicht lange. Okay, okay, ganz ruhig. Hier, deine Kohle von der Fleet, wie versprochen. Was soll der Scheiß? Das ist die Hälfte. Die Hälfte von dem, was du versprochen hast. Reg dich nicht gleich so auf, Süße. Die Security bei Cydonia guckt sehr genau hin. Und die Leute von Deimos sind auch nicht gerade kooperativ. Wir haben alles Mögliche. Frag einfach. Willkommen bei der Handels... Cool. Das machen wir hier. Jo. 11.000 hat er sogar. Kann ich dann ihm das, was ich jetzt hier noch immer zu viel habe, ihm andrehen? Den habe ich zweimal einfach. Den kann ich nicht mehr verkaufen. Den hier aber. Komm gerne wieder. Ich bin immer noch überladen. Was passiert? Na komm, wir suchen den nächsten Händler. Vielleicht in Neon würde es mehr Sinn machen. Ich glaube wirklich, in Neon würde es mehr Sinn machen, die Händler aufzusuchen. Da sind ja gleich mehrere Händler auf einem Fleck. Fliegen wir erstmal nach Neon. Bereit zum Start in 3, 2, 1, los! Orbitalposition erreicht. Du kannst dich abschneiden. Obwohl, warte, wir können auch denen hier was. Liefer
Ja, ich hoffe, du hast Credits. Auch nicht gerade viel. Ich werde den hier andrehen. Den könnte ich andrehen, oder? Ja, Rucksäcke vielleicht noch. Den auch nicht mehr. Space Rocker. Ja, komm, verkaufen wir. Den können wir auch verkaufen. Den verkaufen wir und den Synthleder. Ja, komm, egal. So, ruf ich den da mal. Achso. Den da. Hab Termine, aber wenn es nicht zu lange dauert. Ein Teil meiner Fracht bräuchte ein neues Zuhause. Ja, mal gucken, was kann ich dir andrehen? So, das wahrscheinlich eher nicht. Den hier kann ich dir andrehen. So. Gönn dir den. Und ja, komm, die paar Krücken. Gelben kann der auch noch. Du bist nicht befugt, dich diesem Schiff zu nähern. Früheren kein Interesse. Verschwinde. Wir sind ein Schiff der Gelbank, kein Verkaufsautomat. Hau ab. Ja, okay, gut, dann nicht. Kann ich sonst irgendwem hier noch irgendwas verkaufen? Den hier bestimmt, ne? Bist auf der Komm. Ist was? Anderen Wandervögeln helfe ich immer gerne. Jo, ich hoffe, du hast Geld. Ja, mal gucken. Hier kann ich nichts verkaufen. Den kann ich auch nicht verkaufen. Aber den kann ich ihm verkaufen. Boah, bei den ganzen Dingern weiß ich nicht, ob ich das auch wirklich brauche. Ja, okay. Schieß los. Handeln wir. Okay, lass mich das nur schnell notieren. Jo. Jo, die hat 3000. Immerhin. Okay, das wird nichts mehr mit dem, aber... Osmium-Dolch. Kann auch weg. Aber ich glaube, es wäre sinnvoll, wenn wir jetzt erstmal nach Neon fliegen. So. Und dann hier ab der nächsten Folge verkaufen. Würde ich sagen, würde mehr Sinn machen, oder? Leg dich hier nicht mit der Security an. Diese Trottel sind nicht so ehrenwert wie die Freestar Ranger. Ja, alles gut. Hier machen wir dann auf jeden Fall in der nächsten Folge weiter. Und ich glaube, dann nach dem Verkauf können wir auch direkt dann... mit Riodrin weitermachen. Da müssten wir aber Sarah wegschicken. Vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.